Diese Tasche habe ich seit 1,5 Jahren im Einsatz. Und wenn dich interessiert, ob diese EDC-Tasche auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossum vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Everyday Carry EDC-Tasche. Und ich mag da ganz einfach zeigen, warum ich die so gern habe und wo auch die Nachteile sind. Und ein Nachteil, der ist gleich einmal hier hinten bei diesen Mollestreifen. Also ich habe das Teil über ein Jahr im Einsatz sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, aber in der letzten Zeit hatte ich sie dann nicht mehr so oft dabei. Aber trotz alledem, egal. Der eine Mollestreifen, der da vorgesehen ist, der ist innerhalb kürzester Zeit abgerissen, ich glaube nach 2 Monaten. Und das war dann schon ein bisschen unangenehm, aber es wäre noch Garantie gewesen und hätte man das austauscht, aber es war mir einfach zu blöd. Ja, es war mir einfach zu blöd. Und sonst hat sie ja gute Bewertungen, Link auf Amazon kriegst du unten, schau das an. Und vielleicht ist das bei mir ganz einfach Zufall. Der hier, der hält bombenfest. Also der geht wirklich fett, da gibt es nichts. Vielleicht hatte ich einfach Pech. Gut, das ganze Teil hat sich aber dann so verändert, ich habe es dann nicht mehr am Gürtel getragen, sondern ich habe diese Lasche hier verwendet, und zwar mit einem Karabiner. Und habe mir das dann nachher am Gürtel gehängt. Das pendelt dann zwar ein bisschen hin und her, das ist klar, aber dadurch hatte ich auch immer besseren Zugriff. Ich brauchte jetzt auch aufgreifen, aus dem habe ich ein bisschen zugenommen, aber ja, lassen wir das. Ich habe sie ganz einfach oder trage sie teilweise auch noch so auf einem Karabiner. Das ist einmal die eine Sache. Dann von der Aufteilung, du hast hier eine große Tasche und da eine große Tasche, und die ist so breit und groß, dass sogar mein iPhone 7 Plus, das mir die Manuela mal gekauft hat vor langer Zeit, da genau reinpasst. Du hast jeweils einen Reißverschluss, ja, der gegengleich, die sind gegengleich gemacht, das heißt, dass diese Zipstreifen nicht auf beiden Seiten hängen. Das finde ich lustig und spannend. Der Zip ist auch in Ordnung, ich habe ihn x-mal aufgemacht und ist alles gut. Hier innen drinnen sind dann noch einmal, vorne ist eine Netztasche, hier ist eine normale Tasche, um Teilchen noch einmal zusätzlich zu verstauen. Also ich habe ja 100.000 Notizbücher, und das liegt daran, weil ich ja andauernd irgendwelche Ideen habe. Und das muss ich immer, ich bin ein Schreiber, ich muss das immer aufschreiben, weil ich die Sachen sonst vergesse. Das ist fürchterlich und ich bin da ein bisschen, ja, chaotisch. Und daher habe ich immer Notizbücher dabei und das passt da auch genau rein. Ich glaube, was ist das, A7 oder so irgendwas, wurscht, ja. Das passt genau rein, das ist wirklich super. Und was ich auch manchmal dabei hatte, war zum Beispiel ein Pfefferspray, ja, dieses Pfefferspray, K.O.-Spray, ist vielleicht nicht der beste Spray auf der Welt, aber ja, der passt da gut rein. Und was ich auch praktisch finde, für unsere Tierabwehr sozusagen, ja, ein Guardian Angel, der passt da auch ganz genau rein, kann man da auch gut reinpacken, das trifft sich ganz gut. Dann, hier vorne, da hat man noch einmal die Möglichkeit, was reinzupacken, ich weiß nicht, eine Taschenlampe, ich habe das nie benutzt, da ist ein Zettel drin, ah, da ist ein Rezept drin, upsi, ja, vom Arzt ein Rezept, da gehört eine Taschenlampe oder sonst was rein, habe ich nie genutzt, und der muss auch bewusst sein, dass hier unten ist das Teil offen, das heißt, das, was du da reinsteckst, muss breit genug sein, dass es hier in dieser Öffnung nicht rausfällt. Und dann hier natürlich einen Stifthalter, und weil mich ja einige Leute gefragt haben, beim letzten Video, wo ich meinen Survival-Stift vorgestellt habe, ja, diesen, oder Stift ist nicht der richtige Ausdruck, dieses Survival-Tool, der halt stiftartig ist, wie man das holstern kann, zum Beispiel genau mit dieser Tasche hier in Kombination. Ich habe ihn hier in schwarz mit dem D-Ring drauf, das passt super rein und raus, ja, und natürlich auch ohne D-Ring hier jetzt in orange, damit man es besser sieht. Auch das passt gut, aber du kannst natürlich jeden echten Stift, einen echten Schreiber auch dazugeben, oder eben mein Survival-Tool, wenn es dich interessiert, den Link findest du da oben. So, also insgesamt ist diese Tasche gut verarbeitet und für den Preis, muss ich echt sagen, für den Preis absolut top. Ich habe sie über Amazon gekauft und bin damit auch gut gefahren und glücklich. Die gibt es auch bei Alibaba bzw. bei Gearbest, Link findest du auch unten. Da ist sie dann noch einmal günstiger, dauert aber dann natürlich auch wieder 100.000 Jahre, bis das Zeug kommt. Die Frage ist halt, ob das dann derselbe Hersteller ist, ob da dann auch die Garantieleistung, sollte da wirklich was rausreißen, gleich ist, das kann ich nicht sagen, aber die Möglichkeit besteht. Ich mag die Tasche recht gern. Aha, da ist irgendwas umgefallen hinter mir. Ich mag die Tasche auf jeden Fall recht gern. Kannst du empfehlen. Link findest du unten. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Schreib mir vielleicht einen Kommentar, gib mir einen Daumen nach oben. Sag du, hast du so eine Tasche, wie gefällt dir die? Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Da geht es zum Reini Rossmann Survival Kanal. Ein paar andere Videos zum Anschauen.
Link zum Survival-Stift auch da unten. Dein Reini Rossmann. Bis dann. Ciao.